Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche eine gesegnete halbe Stunde. Im Studio besucht uns heute Frau Anita Friesen. Und mit ihr unterhalte ich mich zum Thema der persönliche Ruf in die Mission. Anita, herzlich willkommen. Könntest du dich zu Anfang einmal vorstellen? Ja, ich bin Anita Friesen, verheiratet mit Rudi seit 41 Jahren. Wir haben zusammen eine Tochter, sie ist auch verheiratet, sie haben drei Kinder. Und wir wohnen vom Lolita-Bezirk im Westen Rhein, auf dem Land und leben von der Viehzucht. Okay. Unser Thema ist, wie schon genannt, der persönliche Ruf in die Mission. Wo hast du den ersten Kontakt mit Mission geknüpft? Ja, das war schon sehr früh. Also als ich 5 Jahre alt war, dann bekamen meine Eltern den Ruf, in die Mission zu gehen. Und dann hieß es für uns mitziehen. Vorher wohnten wir in einem kleinen Dorf, Rüderweide, in Südmerno. Meine Eltern hatten da einen kleinen Bauernhof. Die Großeltern beiderseits wohnten da. Und die Schule war auch da, mein Vater war da Lehrer und ich konnte schon sehr früh mitlaufen zur Schule, also habe ich mit 5 Jahren Lesen und Schreiben gelernt. Das war ein sehr schönes Stück Kindheit da. Und niemand hat uns gefragt, ob wir mitziehen wollten. Wir sind einfach mitgezogen und aufs Feld hinauf zu den Indianern. Da haben wir dann, ich war 5 Jahre alt und als ich fast 15 Jahre alt war, dann sind wir da weggezogen. Also der Ruf in die Mission, das war dann nicht das Thema. Das war für meine Eltern, aber wir wurden mitten einbezogen. Mhm. So, was wir da so erlebten unter diesen Indianern, das hat uns vielleicht mehr geprägt, als wir glaubten. Also wir mussten neue Freunde kennenlernen, wir kannten die Sprache nicht, die Kinder spielten anders. Und die Schule war weiter weg. Die Schule war in Grünau, das waren 5 Kilometer ab. Es gab auch einen Weg dorthin, mehr nur eine Picada. Aber das macht auch nichts. Wir hatten so gar nichts zum Fahren. Wir liefen zu Fuß zur Schule. Und ich kann mich immer daran erinnern, dass da ein Mann war, der auf dem Pferd ritt. Das war ein fünffacher Mörder. Und ich hatte irgendwo mitgehorcht, als das Missionskomitee da war und mitgekriegt, dass er meinen Vater töten wollte. Und dieser Mann verfolgte uns auf dem Weg. Da kam er mit seinem Pferd so nah an uns rangeritten, dass der Bau vom Pferd uns anrührte und hat uns so geängstigt. Das war für uns schwierig, immer zur Schule zu laufen. Und dann kam dazu noch, dass ich Malaria kriegte und ziemlich lange im Malariafieber lag. Dann haben meine Eltern gesehen, dass es schwierig war, uns von da aus zur Schule zu schicken. Und haben einen anderen Rat gesucht und haben uns dann weggebracht zur Schule. Mhm. Ich war dann 8 Jahre alt. Also zum Fahren hatten sie dann auch einen Buggy mit Pferden. Und dann hieß es in andere Heime rein. Wir waren zu 4, was wir zur Schule gingen, aber niemals zusammen in einem Heim. Das waren verschiedene Heime, aber zusammen in einer Schule. Und das war sehr schön in der Schule. Was mir aber nicht so sehr schön war, das war in andere Heime zu wohnen. Mhm. Aber im Sommer kamen wir dann zurück. Und als ich dann die 6. Klasse beendet hatte, dann, wir waren ziemlich so nah aneinander, die 4 Kinder. Und da auf der Mission wurde noch ein kleiner Bruder geboren. Meine Mutter musste zur Geburt, das hat dann ihre Schwester gemacht, die da Krankenschwester war. Das ging alles ganz gut da. Aber als ich die 6. Klasse abgeschlossen hatte, wollte ich sehr gerne weiter zur Schule gehen. Aber die Zentralschule war in Norplatte. So, und das Gehalt meines Vaters reichte nicht für uns alle. Dann haben wir uns abgesprochen, wir würden abwechseln. So musste ich dann aber erst 3 Jahre nach der 16. Klasse zu Hause bleiben. Aber später habe ich dann doch noch die Zentralschule abgeschlossen. So, das war mein Kontakt in der Mission mit Indianern ohne Ruf. Mhm. Mhm. Was ist dann passiert, dass das Interesse danach wiederkam? Ja, das Thema mit der Mission hatte ich dann abgeschlossen und wir haben geheiratet, als ich fast 21 Jahre alt war und sind aufs Land gezogen. Also da war
nochmal eine andere Kultur, eine spanische Kultur. Unsere Nachbarn waren spanische Leute. Da hatte ich die Gelegenheit, die spanische Sprache zu lernen und neue Freunde kennenzulernen. Und wir haben uns geliebt. Wir haben zusammen Feste gefeiert, wir haben Geburtstage, Hochzeiten, Silvester, wir haben zusammen gefeiert. Aber nach 9 Jahren zogen wir da weg, weil wir hatten eine Tochter bekommen und sie wollte zur Schule gehen, wir wollten sie nicht wegbringen. Dann sind wir vorerst mal nach La Plata gezogen und irgendwann dann wieder zurück ins Dorf Lolita. Und wie man dann, wie das dann so ist, wenn man da in der Gemeinde ist, dann wird man gefragt, Dienste zu tun. Dann habe ich in der Sonntagsschule gearbeitet, in der Gemeindebibliothek. Aber irgendwann kam dann die Frage an mich ran, ob ich wollte unter den Indianerfrauen arbeiten und habe zugesagt. Und als ich da so arbeitete, dann, das waren Jahrzehnte später, da hatte ich schon ein bisschen zugenommen an Reife. Und habe sehr geschaut. Ich habe gemerkt, als ich dahin kam, dass sie ihr Herz sehr schnell öffneten für mich, weil sie meine Eltern kannten und sie meine Eltern liebten. Und wenn ich dann ihre Tochter wäre, und ich habe das manchmal in ihrer Sprache gesagt, wenn ich zu ihnen sagte, ich bin Miwam Nikatkitka, dann war da schon der Kontakt da und ich wurde dann willkommen geheißen und habe da gearbeitet, so unter den Frauen 3 Jahren. Und in diesen Jahren habe ich sehr viel Erkenntnis gekriegt über die Situation der Indianer. Weil früher hatten sie ihre Missionare, die wohnten mit ihnen zusammen. Mhm. Das war schön, sie waren stabil. Aber irgendwann zogen ja die Missionare alle weg von den Indianern. Und sie wollten ja versuchen, dass sie selbstständig werden. Und dann kamen Missionare, die sie nur begleiteten, die auch nicht ihre Sprache sprachen. Dann sind sie geistlich sehr runtergekommen. Das habe ich gemerkt. Mhm. Und dann haben sie manchmal mehr von mir verlangt, als ich ihnen geben konnte. Also eigentlich sollte ich dann manches Mal das tun, was mein Vater getan hatte. Und es entwickelte sich auch wieder eine neue Liebe zu diesem Volk. Also das, was mal passiert war, dass ich so satt war von diesem allen, dass das verschwand. Und diese Erkenntnisse weckten in mir auch eine Liebe zu ihnen und irgendwie ein Verlangen, ob man sie irgendwie helfen könnte. Mhm. So kam ich wieder in diesen Kontakt mit den Indianern. Wir machen eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter zu diesem Thema. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema der persönliche Ruf in die Mission. Ja. Anita, du hast uns schon teilhaben lassen an deiner Kindheit, deiner Jugendzeit, nachher später, als du auch als ihr als Familie, als Ehepaar in die Mission gegangen seid und von den ganz tiefen Erkenntnissen, die du da bekommen hast, auch von deinem Vater, dass der Missionar war. Welche Rolle spielte er in diesem ganzen Prozess und in diesen Erkenntnissen? Ich bin immer wieder zu ihm gegangen und habe Fragen gestellt, viele Fragen gestellt. Mhm. Ich habe ihn gefragt, was ist los, Vater, dass die Indianer immer noch zu den Zauberern gehen, anstatt zum lebendigen Gott, wenn sie ein Wunder wollen oder eine Heilung wollen. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, vielleicht hat er da Fehler gemacht. Vielleicht hätte er auch sollen, mehr zeigen, dass Gott Macht hat, dass er die Kraft hat und dass der Befehl Jesu Christi auszufüllen ist in vollem Maße, ja? Nicht nur die Lehre und alles andere, aber er habe das gegeben, was man ihm gelehrt habe. Mhm. Aber ich habe erkannt, zum Beispiel, ich hatte eine Freundin,
Sie hieß Rosita. Das war ein sehr schönes Indianermädchen. Ich mochte sie sehr. Sie kam oft zu uns. Und eines Tages hat sie sich verliebt und sie wollte heiraten. Aber ihr Vater war ein Zauberer und er erlaubte es nicht, weil sie sollte zu Hause bleiben, Holz holen, Wasser holen. Er wollte sie gebrauchen. Und dann hat ihre beste Freundin ihren Freund weggeheiratet. Und das führte dann dazu, dass sie sehr depressiv wurde. Und die ganze Situation hat der Vater ausgenutzt und sie als Zauberer viel Angst eingejagt. Und sie wurde ganz durcheinander. Also sie, würde mal sagen, sie war überhaupt nicht mehr Rosita, sie war ganz anders. Aber sie klammerte sich immer noch sehr an mich. Und als wir weggezogen waren, das war schon in ein deutsches Dorf, dann kam sie noch nachts den langen Weg hinterhergelaufen. Und manches Mal nachts wachte ich auf und dann rief sie meinen Namen. Sie rief immer, Aneta, und sie schrie es. Und so bin ich dann aufgewacht und dann haben wir ihr die Tür geöffnet, damit sie reinkommen konnte, weil sie hatte so schrecklich viele Ängste. Sie dachte immer an ein Feuer, das ihr Vater ihr gesagt habe, das kommen würde und sie verbrennen. Dann lief sie zu uns und suchte Schutz. Das hat meinen Eltern dann leid getan und sie haben die für 3 Monate in unser Haus genommen. Und ich habe Dinge gesehen, wenn sie dämonisiert sind und diese Kämpfe kämpfen, dann haben sie Dinge gemacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Das waren sehr schlechte Kämpfe, die überhaupt nicht, würde ich sagen, in unser Haus reingehörten und auch nicht an mich ran, weil ich viel zu jung war. Irgendwann haben sie die dann weggebracht zum Narrenasyl. Aber sie ist die ganze Leben lang, hat sie darunter gelitten und ist auch so gestorben. Aber dieser geistliche Kampf in den Indianern ist sehr schwer. Weil für sie ist die geistliche Welt sehr real, für uns nicht. Für uns, was wir nicht begreifen können oder verstehen können, das existiert einfach nicht. Aber für sie ist das was ganz anderes. Für sie ist die geistliche Welt sehr real. Also einen Hund bei ihnen zu töten, dann, das ist sehr schwer, weil dann hat man etwas mit dem Seelischen zu tun. Und sehr viele Dinge sind da, worüber ich Fragen hatte. So, mein Vater hat mir die Fragen lange nicht alle beantworten können. Und ich habe mir rumgeschaut, wo man sowas lernen könnte. Ich bin zu Bolivien nach La Paz gefahren, weil da gab es Seminare darüber. Die haben ja 36 Indianerstämme und sie lehren. Und habe auch viel gelernt, wie man mit diesem Volk in solchen Situationen umgehen kann. Das andere Ding, was ich da erkannt habe, war, dass sie nie, wenn es Probleme gab, niemals Person gegen Person aufstanden. Zum Beispiel, wenn einer aus meinem Volk schlecht zu ihnen gewesen war, dann war das ganze mennonitische Volk schlecht. Und dann sind sie alle aufgestanden gegen das mennonitische Volk. Sie sind immer Volk gegen Volk. Sie können das nicht trennen, dass persönlich untereinander Probleme sind. Das mischen sie immer. Und habe versucht, mich vorzubereiten, in dieser Arbeit zu arbeiten. Dieses war alles noch während ich unter MIM und ASIM. Aber anliegend an diesem Gebiet gibt es ein Gebiet, das heißt Estrivo. Das wurde von den Anglikanern betreut. Und diese Anglikaner waren auch ein bisschen so gesonnen wie unsere Leute. Also irgendwann müssen die Indianer mal selbstständig werden und haben sich zurückgezogen. Und da verflachte es auch. Und meine Eltern hatten ihre Arbeit, ihre vollzeitige Arbeit niedergelegt von MIM, sind dann aber zu diesen Indianern gefahren. Zu den Estrivo-Indianern, so wie sie noch konnten, wie die Kraft es hergab. Viele Leute gaben ihnen dann Decken oder Essen und sie fuhren die Kranke besuchen und haben so gearbeitet, wie sie konnten. Nach 9 Jahren konnten sie es nicht mehr. Sie schafften es einfach nicht mehr. Dann hatten die Indianer zu meinem Vater gesagt, das könnte dann deine Tochter Anita tun. Und das haben sie mir gesagt. Okay. Und dann kam ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Und das ist das, was du heute machst, ja? Ja. Wie sieht deine Arbeit heute dann aus? Da war ein großes Missionsfeld. Wir fuhren dahin. Das sind so fast 11.000 Hektar. 10 Dörfer, 7 Kirchen.
Und wenn sie mal alle zu Hause sind, dann könnten das so 5000 Personen sein. Und sie waren 2 Jahre ohne Missionare. Was sehr schwer war für mich, war, dass die jungen Leute anfingen, Selbstmord zu begehen. Sie hängten sich einfach. Das war so gar nicht in so langer Zeit, waren es Altpersonen und davon waren 6 Pastorenkinder. Das ist auch irgendwie, wir haben uns dann damit auseinandergesetzt. Auch das waren meistens Jugendliche, die vorher bei den Zauberern gewesen waren. Also das war ein geistlicher Kampf irgendwie, den wir nicht verstanden. So habe ich dann zu meinem Vater, als mein Vater mich fragte, ob ich das übernehmen könnte, und dann habe ich gesagt, ich kann das tun. Ich kann die Alten und Kranken Essen bringen, ich kann Decken bringen, aber ich kann die geistliche Arbeit nicht machen. Da gehört ein Missionar hin und da gehört jemand hin, der die Sprache spricht. Und sie sprechen meistens Guarani. Mhm. Okay, meine Eltern haben dafür gebetet, vielleicht andere auch. Und es kam der Tag, an dem sich ein Missionar meldete, der 19 Jahre bei Jesus Responde al Mundo gearbeitet hatte. Der hatte den Ruf und den Glauben und ist einfach mit seiner Frau zusammen im Glauben gekommen. Okay. So, wir hatten dann ein großes Erntefeld. Die Missionare waren da und ich würde dann versuchen, irgendwie das Glas Wasser zu reichen, damit die Missionare arbeiten konnten. Aber ich denke, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass Gott etwas tun kann, wenn du nichts vorzuweisen hast. Okay. Für uns war das Pionierarbeit. Okay. Weil das ist etwas ganz anderes, wenn du bei ASIM oder bei MEM arbeitest, da ist der Weg schon geebnet. Ich arbeite auch als ASIM-Leiterin für Frauenarbeit. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, eine kleine Aufgabe, aber eine sehr leichte Aufgabe, weil da ist das alles vorgeplant und so. Aber hier, und wer würde uns Vertrauen schenken? Und dann habe ich wirklich viel um Rat bei meinem Vater gefragt. Und er hat dann gesagt, macht euch nicht zu große Sorgen, macht nicht zu große Programme, nicht zu viele Projekte. Tut einfach jeden Tag das, was dran ist. Mhm. Denn wenn er in seinem Leben mal nachts nicht hatte schlafen können, dann war es deswegen, dass er eine versäumte Gelegenheit, eine Gelegenheit, wo er etwas Gutes hatte tun können, versäumt hatte. Das hatte ihn dann nachts nicht schlafen lassen. Also würde er uns diesen Rat geben. Mhm. So fuhren wir hin. Und für mich war das eigentlich nicht ein Problem, weil sie meine Eltern kannten und sie wussten, dass ich die Tochter war, dann haben sie sich auch ihr Herz geöffnet. Mhm. Aber dieses Spanische da, der Missionar, wer war das und was wollte er? Mhm. Und sie haben ja so ihre Erfahrungen mit den Politikern und so, wenn die kommen, dann wollen sie auch was. Und dieser kam einfach nur mit dem Evangelium. Mhm. Und dann mussten wir das Vertrauen erwerben bei den Leuten. Wir fingen dann einfach an, kranke, verkommene Leute zu baden, anzuziehen, saubere Bettwäsche zu bringen, Essen zu bringen, für sie zu beten. Mhm. Okay. Wir schalten nochmal eine kurze Pause ein und danach unterhalten wir uns hier weiter. Las horas pasan y las ideas vuelan. Los papeles y el trabajo vienen y van. La CR5 Pro te devuelve la aventura. Una oportunidad de respirar. Una moto imponente y elegante, hecha para gente decidida y con personalidad. CR5 Pro de Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Wir sind hier bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema der persönliche Ruf in die Mission. Anita, ein besonderes Erlebnis ist der Kontakt mit Almolonga. Was gibt es da zu erzählen? Ja, Almolonga ist eine kleine Indianerstadt in Guatemala, die einfach aus der Verkommenheit rausgewachsen ist, weil ein Mann von Gott berufen wurde, um die Stadt zu verändern. Da sind wir gewesen, sie zu besuchen. Wir haben auch Indianer hingebracht. Mit der Absicht, dass, wenn sie würden sehen, dass andere Indianer selber aufstehen und sich zum Positiven verändern, dass sie dann zur Erkenntnis der Wahrheit kommen würden und es auch machen. Das war nicht so leicht, wie wir dachten.
Und da hat mal wieder mein Vater zu mir gesagt, ich habe nichts zu ihm gesagt, hat er gesagt, du glaubst, das hat nichts geholfen, aber warte mal, die werden jetzt erstmal überlegen, das kann ein Jahr dauern oder noch mehr. Und jetzt sehen wir sehr viel Frucht davon. Besonders in dem einen Dorf, das wir jetzt als Beispiel nehmen, ist einer von den Leitern, der steht auf und der hat so viel verändert. Man kennt das Dorf kaum mehr, das tun sie selber. Sie stehen auf, sie machen Regeln im Dorf und sie... Das ist einfach zum Staunen, dass nach sieben Jahren Arbeit jetzt so viel Frucht da gekommen ist. Mhm. In Wirklichkeit ist der Wille zur Veränderung bei ihnen auch ein Problem, weil es lebt sich sehr gut, wenn man ihnen alles bringt, die Mennoniten oder die Regierung, aber es gibt eine Wendung. Mhm. Ja. Und Anita, zum Schluss hast du noch ein Wort für die Zuschauer? Ja. Mit all dieser Arbeit, die wir gehabt haben, habe ich einen Wunsch in meinem Herzen. Das ist ein Ruf an das Volk im Chaco, dass wir uns gegenseitig respektieren, als verschiedene Kulturen. Als wir herkamen, haben die Indianer uns angenommen und geliebt. Und die Latinos, die haben gekämpft für dieses Gebiet im Krieg. Wir sind hergekommen, wir haben es aufgebaut. Und dass wir das nicht vergessen, dass wir uns gegenseitig respektieren und nicht stolz werden und die anderen unterdrücken. Wenn ich jetzt sehe, wie die Wege sich verbessern, dann freue ich mich sehr. Aber das bringt auch etwas mit sich. Und mir ist das sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen keine Waffen zu nehmen und in den Krieg zu gehen, um den Chaco zu verteidigen. Aber es wäre gut, wenn wir als Christen gemeinsam als Herr aufstehen würden und im Gebet das Gebet einnehmen für den Herrn. Denn ich glaube, wenn wir weise genug sind, zu beten, vielleicht Psalm 91, uns immer wieder unter Gottes Schutz zu stellen, unsere Kirchen, unsere Schulen, unsere Gebäude, alles, was wir haben, dann... wenn wir dieses Einnehmen für den Herrn im Gebet, dann kann der Feind nicht das tun, was er so gerne vielleicht hier schon tun will. Und wir haben Kinder und Kindeskinder, dass sie auch in Frieden leben können. Und dass wir das einfach sehr bewusst tun. Ich glaube, viele von uns tun das schon sowieso, weil ich höre das manchmal, dass sie die Wege entlang fahren und sie beten. Sie beten, dass der Herr die Wege bewahrt, dass sie dieses, was aufgebaut worden ist mit so viel harter Arbeit, sie beten dafür. Das ist ihnen ein Anliegen, aber das könnte mehr und mehr werden. Denn ich weiß nicht, wo alles, das alles hinführen wird, wenn es alles so viel schneller geht mit den Wegen und mit den Medien und alles. Und dass es uns bewusst wird, dass das, was der Anfang hier war, der hat so einen Frieden angefangen mit verschiedenen Völkern und Kulturen. Und wir haben es uns wirklich nicht selber ausgesucht, wie wir sind, ob weiß oder braun. Und dass wir uns gegenseitig respektieren und vor Gottes Thron kommen, um den himmlischen Vater zu bitten, dass er uns diese Güte erweist, weiter in Frieden zu leben. Mhm. Ich möchte noch zum Schluss den Psalm 91 lesen. Da ist sehr viel drinnen, was wir beten können für den Chaco auch. Unter Gottes Schutz, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und er hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Wohin du auch gehst,
Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, dann erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, dann bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Amen. Amen. Vielen Dank, Anita, dass du hier warst. Danke, dass du uns teilhaben lassen hast an deiner Arbeit. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Die Wiederholung dieser Sendung sehen Sie am Sonntag um 18 Uhr. Wir danken RSSE für diese Sendezeit. Und dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben. Este programa fue presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca.